Da sind wir wieder. Nach unserem Tod haben wir uns wieder ein bisschen hochgerappelt. Es stehen wieder einige Sachen, zum Beispiel unsere Kücheneinrichtung hier, die Science-Maschine und der Kochtopf. Nahrungsmittel haben wir überhaupt keine Probleme mit. Wie ihr seht, ich habe eine riesige Plantage. Und jetzt geht's los. Und zwar muss ich jetzt erstmal was verkochen. Ich brauche dazu aber erstmal Platz im Inventar, sehe ich gerade. Und zwar, ich heize mit Brettern. Ich hab's ja. Da sind sie. Zack und zack. So, müsste reichen. Jetzt geht die Nacht auch gleich unter. Die Nacht geht unter, genau. Die Sonne geht unter, die Nacht bricht an. Zack. Und dann wird gekocht. So, die Möhren werden auch verkocht. Die werden auch gleich gegessen, wenn sie schon mal da sind. So, da haben wir noch eine Falle. Warum lasse ich die im Inventar vergammeln? So, was haben wir da noch drin? Haben wir noch irgendwas ausgelagert, was wir eigentlich brauchen? Naja, das Flint vielleicht. Das Holz lagern wir mal dahin, so. Und jetzt gehen wir mal die ganzen Beeren hier abernten. Zack. Und zack. Arai. Das artet ja an Arbeit aus, ich sehe das schon. Eieiei. Beeren in Massen. Wisst ihr was? Ich koche mir gleich hier mit meinem neuen Kochtopf einen Bären-Eintopf. Einen Bären-Eintopf. Nein, nicht schon wieder der Witz. Oh Gott, oh Gott. Zack. Ja, damit. Beeren, 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 Beeren. Koch mal. Gucken, was bei rauskommt. Der Rest wird normal verkocht. Nicht droppen, kochen. So, und fertig. So, Holz haben wir genug. Was bauen wir als nächstes? Ich glaube hier die Alchemie-Maschine. Gold haben wir dafür genug. Cutstones müssten wir auch genug haben. Zumindest wenn wir welche herstellen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Brauchen wir da fünf für? Eigentlich sogar nur vier. Eins zu viel hergestellt. Wunderbar. So, die lagern wir mal auch da ein. Das heißt, wir haben jetzt Cutstones. Wir brauchen nur Bretter für die Alchemie-Maschine. Nur Bretter. Okay. Was ist da jetzt drin? Wollen wir mal reinschauen? Ein Fruit Medley. Yeah. Guten Appetit. Oh, der war gut. Fruit Medley macht Laune. So, was haben wir gesagt? Holz brauchen wir. Holz in Massen. Fall um. Ich hau einfach mal alles weg hier. Weg ist die Axt. Neue Axt. Und den hauen wir jetzt auch um. Ist mir egal, ob der noch klein ist. Auch die kleinen Bäume müssen sterben. Und der nimmt mir die Sicht. Der muss auch weg. Der ebenso. Und der auch. So. Eigentlich nehmen die mir alle die Sicht, aber okay. Los, nimm. Ich klicke hier gerade wild auf der Tastatur. Na, nicht auf der Tastatur, aber auf der Maus rum. Na, nimm schon. Zack. Und nein, nicht Bäume fällen. Du sollst nur den Holzklotz da nehmen. Den Holzklotz da. Da, genau.
Oh, eine 4% Schaufel. Mal sehen, ob ich da noch was mit ausgegraben kriege. Ja, eine Sache. Na. So. Wie viele Bretter kriege ich denn damit jetzt schon zusammen? Wie viel brauche ich? 8, ne? 1. Achso, 3 haben wir schon. 4. 5. 6. 7. Okay, ein bisschen fällen müssen wir noch. Vorsicht, dass du genug für die Nacht hast. Das wäre doof, wenn du das jetzt nicht überlebst, weil du kein Feuerholz mehr hast. Den Schläge hat jemand gesagt. Für einen erwachsenen Baum. Oh. Ach, da sind schon wieder Hasen drinne da unten. Ja, ja, ich komme gleich. Bin gleich da. Ich muss nur noch ein paar Bäume weghauen. Gleich ist Papa bei euch, ihr lieben kleinen Hasen. Wo war das? Da. So, jetzt bauen wir am besten einfach mal schnell die Maschine. Das brauchten wir dafür und das brauchten wir dafür. Und schon können wir unsere Alchemie-Maschine bauen. Und zwar bauen wir die mal hier hin. So. Nimm das alles los. Nimm dies, nimm das. Na ja, ich bin gleich da. Mein Gott. Artet ja an Arbeit aus hier. So, das Gold zurück hier rein. Den ollen Cutstone auch, den brauchen wir erstmal nicht. Die Keen Apple auch. Holz habe ich erstmal genug. So, Falle wieder aufstellen. Ebenso hier. So, und jetzt fällen wir noch ein paar Bäume. Dann hätte ich gerne einen Strohhut für die nächste Folge. Komm schon, fall um. Oh. Und noch ein Baum, komm. Kriegen wir den noch mit der... Komm. 4, 3, 2, 1. Oh. Jetzt fällt er um mit dem letzten Schlag. Der hat es ihm gegeben. Na, komm raus da. So, gleich ein paar neue Bäume pflanzen. Komm. Ja, ja, ich weiß, es wird Nacht. So, komm raus da. Du kommst auch raus da. Und du auch. Und uns ist eine Falle kaputt gegangen. So, wollen wir noch ein paar Beeren pflücken? Klar. Nein! Verdammter Mist. Den blöden Strauch ausgebuddelt.
Okay. So. Einmal Feuer anmachen. Und mal erstmal wieder alles verkochen. So. Von allem ein bisschen. Wir wollen ja kein Skorbut kriegen, nicht wahr? So, Holz haben wir genug, das haben wir genug. Jetzt brauchen wir, Vorsicht, falsches Werkzeug, Gras. Ich bin Perfektionist, ich sortiere das Material unten hin. Nur Essen und Werkzeuge sind oben. Was brauchte ich für einen Strohhut? Weiß es nicht mehr. Wo war denn der? Hilfe, wo war der Strohhut? Ich blätter da bestimmt immer drüber. Wie wär's da unten? Ach, hi, 25. Ruhe. Lasst mich in Ruhe. Na, pflücken sollst du das, komm. Da ist noch was. Komm, ich werde mir ja wohl einen Strohhut noch bauen können hier. Oh, oh. Nachlegen, nachlegen. Na, ich glaube, da reicht ein bisschen Holz. Da müssen wir nicht mehr so viel reinpacken. Na, Gras, wo bist du? Da unten. Oh, haben wir da noch was? Da ist noch was. Wie viel noch? Zwei noch, komm. Zwei noch. Naja, Tag bricht eh gleich an. Ha, sag ich's nicht. Ruhe. Und ein Hütchen. Zang, na bitte, steht mir doch wunderbar. So, Hütchen haben wir, Kiste brauchen wir erstmal nicht, Speer haben wir, was ist das? So eine Schlafmatte brauchen wir, glaube ich, erstmal nicht wieder. Ja, jetzt sind wir eigentlich ganz gut ausgerüstet. Nee, das war gar keine Schlafmatte, oder? Das war diese Rüstung. Genau, dafür brauche ich Seile, und zwar vier Stück. Wo sind sie denn? Ah, okay, dafür brauche ich Gras. Gehen wir mal Gras pflücken. Wie viel brauchen wir? 4 mal 6 brauchen wir, 24. Ich kann mich wieder dran erinnern. Ja, regt euch nicht auf. So, jetzt sind wir wieder ungefähr da, wo wir waren, bevor wir gerade abgekratzt sind. Juhu. Freut ihr euch. Man muss mal echt vorsichtig sein hier. Vier Seile waren das, oder? Vier Seile? Hilfe, waren es vier Seile? Ich weiß es nicht. Eins, zwei. Ah, zwei erst. Drei. Und jetzt nochmal sechs Gras insgesamt. Dann müssten wir es haben.
Stöckchen nicht vergessen, die brauchen wir für Fackeln und ähnliches. Da sind genug. Und dann nehmen wir uns ein Spinnennetz vor. Aber, Freunde, ein kleines. Ein klitzekleines. Wo drei Spinnen auf einmal rauskommen und nicht 520.000. Teufel nochmal. So, kann ich mir eine bauen? Jawohl. Schwupp, und schon haben wir eine Rüstung. Was habe ich denn da? Stöckerkörn dahin, Mensch. So, jetzt langsam wieder auf dem Weg nach Hause. Und dabei ein bisschen Holz sammeln. Und das Rasiermesser wollte ich auch noch ausprobieren. Das hat mir einer von euch gesagt. Damit kann man erstaunlich, erstaunlich sich rasieren. Ruhe. Voll erstaunlich, dass man sich mit dem Rasiermesser rasieren kann. Hätte ich nicht gedacht. So. Jetzt können wir uns auch langsam wieder daran machen, was erforschen wir als nächstes. Warum ist denn hier so leer überall? Na. Fälle er den Baum. Na. Hier zum Beispiel, da könnten wir erforschen. Papyrus. Machen wir einen auf Schriftsteller hier. Aber ich glaube, Papyrus ist noch nicht das Erste, was wir machen wollen. Ich glaube, da gibt es noch andere Dinge. Gucke ich gleich mal rein, aber ich möchte noch bis zur Nacht hier schnell ein paar Bäume fällen. Damit wir genug, ja, Brennholz haben. So, komm, fall um. Fall um. Und du auch. Der shoppt sich. Oh, ja, ich weiß, was ich als nächstes forsche. Ich glaube, diese Goldwerkzeuge. Das geht dann bestimmt besser als mit dieser blöden Steinaxt oder mit was ich hier rumrandaliere. So, ist wer in die Falle gegangen? Nö. Aber wir haben ganz viele Beerenbüsche da oben. Aber da legen wir vorsichtshalber erstmal das andere Werkzeug an. Sonst graben wir die wieder aus, statt die zu pflücken. So, das Gras nehmen wir auch mit, wenn es hier schon steht. Meine Güte. Sagte ich schon, dass das Spiel eigentlich nicht Don't Starve heißen dürfte? Dass ich hier an Nahrungsmittel einsacke? Gut, gestorben bin ich trotzdem. Bin zwar nicht gestarved, aber dafür von Spinnen umgebracht worden. Von Baumbart. So, wir bauen uns natürlich wieder ein Brett. Das hauen wir uns dann vor den Kopf. Nee, natürlich nicht. Werfen es ins Feuer, so.
So, wollen wir uns wieder was kochen hier? Komm. Ich möchte mal... Möchte ich da was ausprobieren? Nee, möchte ich nicht. Wo sind die Beeren? Da, komm, wir machen uns wieder so einen Flutcocktail. So. Kocht das Ding? Ja, es kocht. Es kocht. Alles gut. So, den Rest, den tun wir wieder einfach so verkochen. So, das wäre dieses. Das Holz packen wir darüber. Was haben wir da? Aha, Bäume pflanzen. Komm, wir gehen noch ein... Was? Ja, ja, ja. Wir pflanzen noch ein paar Bäume. Oh, unser Cocktail ist fertig. Unser Fruit Cocktail. So. Was soll ein Mann in seinem Leben machen? Ein Kind zeugen, das geht hier gerade nicht. Es sei denn, wir finden ein Schaf. Und ein Baum pflanzen. So. Her mit dem Fruit Cocktail. Der wird gleich verspachtelt. So. Und schon sind wir wieder satt. Ja. Okay, lass gucken, was erforschen wir als nächstes. Das wäre natürlich nicht schlecht. Was ist das? Ach so, dafür muss ich so ein... Tja, das wäre natürlich genial. Dafür muss ich aber, glaube ich, so einen Bienenstock umhauen. Für die Materialien. Damit ich mir eine Bienenzucht aufmachen kann. Was ist das? Ein Speedy Farm Plot. Dafür brauche ich Scheiße. Von den Schweinen habt ihr mir gesagt, aber Schweine habe ich noch keine gesehen. Also forsche ich da auch noch nicht. Und was können wir hier noch? Halt, bleib doch mal hier in der Nähe. Du sollst hier was forschen. Was können wir hier machen? Eine Panflöte. Damit kann man angeblich Viecher besänftigen. Und was haben wir hier? Taugt auch noch nichts. Hier, ein Hammer. Einen Hammer. Aber auf jeden Fall, zum Forschen brauchen wir erstmal... Das hier. Das hier. Und überhaupt das ganze Gras, was da so rumsteht. Müssen wir nämlich in die Forschungsmaschine schmeißen. Stand hier nicht mal ein Busch? Wo ist der hin? Das irritiert mich jetzt, dass der Busch da weg ist. Ich gehe da gleich mal nachgucken. Aber erstmal brauche ich Gras. Gras in Massen. Und wenn da Baumstümpfe rumliegen oder rumstehen, dann nehmen wir die natürlich trotzdem mit. Wie den da. Und den da. Ich wollte gerade den Hasen ausgraben, aber ich glaube, das wäre nichts geworden. Wie viel haben wir? 3? Nee, 18. Müsste eine Weile reichen. Nee, auch nicht. 14. Okay, dann verforschen wir das mal. Wo ist unsere Heimat? Hier. Hier, da stand doch ein Busch hier, oder? Hier, da wo ich jetzt rumturne. Na, komm raus da. Gleich wieder drauf. Oh. Und schnell verkochen, bevor das Feuer weg ist. So, dann forschen. Du wirst auch verforscht. Da
Da sehe ich schon die Lämpchen links aufploppen, wo wir was erforschen können. So, was können wir denn erforschen? Also, neues Werkzeug, ein Hammer, ein Netz, eine Angel haben wir erforscht. Wie gesagt, da würde ich gerne Spinnenseide haben. Und ich glaube, das hier erforschen wir mal. Was muss man denn da machen, um das zu erforschen? Muss man da Gold in der Hand haben? Oder was? Oder wo? 500, so viel habe ich nicht. So, was kann man hier erforschen? Papyrus brauche ich aber allerdings, brauche ich nicht. Und was ist das? Ein Schweinehaus. Sehr schön. Ein Schweinehaus. Ach, je. Ach, du kriegst die Tür nicht zu. Oh Gott. Um Gottes Willen. Naja, erstmal ein Hammer, glaube ich, oder? Hammer brauchen wir Seil für. Können wir Seil produzieren. Was noch? 276 haben wir noch. Nee, so viel haben wir nicht. Hier, komm, das Netz erforschen wir auch. Und was ist das? Eine Laterne. Sollten wir mal einen Kürbis finden und Glühwürmchen, dann, ja, dann können wir eine Kürbislaterne bauen. So, ich denke mal, das reicht erstmal. Damit können wir mehr als genug Unsinn anstellen. Na, wo ist er denn hin? So, wo, da, ja, nee, geht nicht. Okay. Rein damit, das haben wir, das reicht auch erstmal eine Weile. Okay, jetzt brauchen wir Seil. Wie viel Seil brauchen wir denn für den Hammer? Lass gucken. Wo ist er? Zwei Stück. Eins. Und reicht schon nicht mehr. Ich brauche noch ein bisschen Gras, bitte. Danke. Eins, zwei, drei, vier. Oh, was haben wir denn da? Ein Felsen. Der muss noch weg. Da hilft nichts. Der muss allerdings nicht weg, weil unser Werkzeug ist kaputt gegangen. Und jetzt wollte ich noch ein Seil bauen, weil wenn ich das Seil habe, dann kann ich einen Hammer bauen. Ich weiß zwar nicht, warum kann ich keinen Hammer bauen, weil ich keine Zweige habe. Oh, Leute, jetzt geht auch noch die Sonne unter. Komm, da, hier. So. Und wie ich den Hammer baue, das seht ihr in der nächsten Folge. Tschüssi, euer Mr. Flag.